Wir sind zurück bei Yoshi's Crafted World. Beim letzten Mal konnten wir dieses Level nicht abschließen, weil wir nicht alle Sachen gefunden haben und dann urplötzlich die Flipside eingeführt wurde. Ab heute haben wir kein Limit mehr, weil ich habe das Spiel selbst besorgt. Und ja, deswegen gucken wir mal, wie das jetzt weitergeht, ob wir die Blume und die letzten vier roten Münzen noch finden. Ich hoffe es. Wir müssen die Schnuffelchen suchen, diese kleinen süßen Hündchen. So, komm mal mit. Und dabei erkunden wir nun die Gegenseite des Levels. Jetzt sieht auf einmal alles ganz anders aus. Sammel die Schnuffelchen, ja, genau. Ja, also müssen die abschießen. Berühren. Komm mit, komm mit. Ja, berühren oder halt abschießen mit Eiern. Aktuell haben wir aber keine. Doch, hier ist eine Blume. Dann holen wir uns doch gleich mal jede Menge Eier. Wobei du jetzt irgendwie alle hast und ich habe nur eins. Voll traurig. Ja. Was ist denn hiermit eigentlich? Ist das jetzt nur so zum Schauen? Ja, ich glaube, das ist nur zum Gucken. Weil wir halt jetzt genau auf der anderen Seite sind. Da kommen wir nicht mehr hin zu diesem Eichhörnchen. Aber es werden sich vermutlich trotzdem einige neue Wege auftun. Und deswegen habe ich auch die Hoffnung, dass wir die letzte Blume und die letzten vier roten Münzen noch irgendwo finden. Ja, ah, jetzt hier oben zum Beispiel. Schau mal, was ist damit? Ah, stimmt. Hier ist ja auch noch was. Das ist noch nicht ausgebreitet. Das muss ja einen Grund haben. Aber wir waren doch schon bei dem Dödel da. Oder? Ja, eigentlich schon. Irgendwie hat das gar nichts gebracht. Nee, da ist auch nichts oben. Oh, jetzt hatte ich so die oder? Hier drin? Weil das so ein Pfeil. Nee, der lügt. Nee, der lügt. Ist fake. Schade. Hat jetzt echt Hoffnung. Okay, dann suchen wir weiter. Ein Schnuffelchen haben wir ja auch schon. Ja, der war ja ziemlich einfach. Der war wirklich einfach. Boah, jetzt bin ich fast auf ihn draufgerannt. Naja, lieber nicht. Die sind ja böse und können nicht mal besiegt werden von uns. Nur Schnuffelchen kann sie besiegen. Was ist damit? Nee, da waren wir auch schon. Lass einfach mal weitergehen. So. Ich denke, es wird ein bisschen offensichtlicher sein, wenn wir was Neues freilegen können. Jetzt sehen wir auch die ganzen Schafe von hinten. Pappschafe. Die sind nur auf einer Seite bemalt worden, oder? Ja, aber irgendwie ist ja hier gar nichts. Also. Das stimmt. Deswegen einfach mal weiter. Ja. Kann man da rein? Da unten? Geht nicht, ne? Ja. Wow. Da ist er hinten. Stimmt. Schieß ihn mal ab. Bam. Okay, so, das ist der zweite. Oder? Ist schön und gut, aber wo sind die roten Münzen und die Blume? Hier ist auch nichts. Das sieht wohl schlecht aus. Vielleicht am Anfang irgendwo. Komm mit. Machst du da? Ich dachte, vielleicht kann man da nach unten. Nee. Ich denke, wie gesagt, es wird offensichtlicher sein, wenn was kommt. Ich schaue auch ganz genau. Vertrau mir. Naja, ob das so eine gute Sache ist, zu vertrauen. In allen Bereichen, ja. Das ist auch nichts. Den haben wir schon mal besiegt, ich erinnere mich. Okay. So, hier war der Frosch. Ja. Warte, hier. Was da denn? Ist er, schau mal. Ja, aber den muss man, glaube ich. So. Den muss man, glaube ich, von hier holen. Ja, das glaube ich auch. Warte. So, genau. Boom. Hab ich ihn. So, jetzt haben wir alle. Ja. Ich glaube, dass ein weiteres Ziel auf uns warten wird am Anfang des Levels. Was mit euch eigentlich? Die waren ja die Scheigeister, die mit so einem Bonus zu tun hatten. Aber wenn wir die jetzt nochmal besiegen, vielleicht kriegen wir ja noch eine zweite Blume. Ich denke jetzt zwar nicht, aber... Muss mich an jeden Funken Hoffnung klammern. Sieht schlecht aus. Aber hier diese Wolken. Schon irgendwie schade, weil das ist jetzt das erste Level, was wir von der, Rückseite her aus erkunden können. Aber und irgendwie bringt das gar nichts, oder? Was ist hiermit? Keine Ahnung. Herzen. Naja. Darum geht's uns ja nun wirklich nicht. Oben war ja nichts mehr. Wahrscheinlich nicht. Was ist mit diesem Shy Guy? Auch nicht. Ich hatte mir ein bisschen mehr Unterschiede und Secrets erhofft. Also irgendwie ist dieses erste Level hier kein gutes Beispiel für die Flipseite. Ja. Vielleicht hat man es aber auch bewusst sehr simpel gelassen.
Ja, wir müssen auch auf die Zeit schauen, dass wir rechtzeitig ins Ziel kommen. Ach so, das gibt's ja auch noch. Ja, das haben wir ja schon längst verkackt. Da brauchen wir gar nicht gucken. Nee, das sind, glaube ich, 5 Minuten oder so. Woher willst du es wissen? Das weiß ich. Also, keine Ahnung. Also, falls ja, dann gelesen oder so. Turbo, Turbo, Turbo. Hä, was ist das? Wieder nur Herzen. Scheiße, nur noch 10 Sekunden. Wenn es so go, ist. Go, go. Also, nichts oder mehr gefunden. Oder vielleicht auch 7 Minuten, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass die Zeit so ultra großzügig ist. Nee, Moment, er hat eine Blume im Mund. Zählt die? Achso. Ja, doch 5 Minuten. Hätte ich das richtig gelesen? Ja, scheinbar. Es löst aber unser Problem nicht. Nee, die roten Münzen, die fehlen trotzdem. Nee. Ja, und die Blume auch. Weil ja. Die, ich glaube nicht, dass das die ist. Ja. Nummer 6 war, oder wie viel? Schnuffelchen finden. In erfolgreich beendeten Leveln kannst du jetzt nach Schnuffelchen suchen. In allen? Oh mein Gott. Okay, also uns fehlen hier noch 2 Blumen. Ja, klar. Also einmal die letzte und die der roten Münzen. Das ist sehr kurios. Aber dann suchen wir einfach mal ein zweites Mal danach. Ist das Ding hier schon mal aufgetaucht? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist ein Witz jetzt. Tatsächlich. Das ist vorher nicht aufgetaucht. Ihr könnt es ja alle im Video nachprüfen. Trotzdem fehlt noch eine Blume. Die muss auch noch hier irgendwo sein. Da kann man auch was aufmachen. Schau mal. Schau mal, ich hab's, glaube ich, gefunden. Schau mal, schau da. Nee, das haben wir, glaube ich, auch schon mal geöffnet. Da, tatsächlich. Schau mal, ich hab sie gefunden. Das kam mir gleich suspekt vor. Okay. Das haben wir übersehen, aber bei der Wolke habe ich kein Verständnis. Also die ist halt wirklich nicht aufgetaucht. Wir haben da schon mal hingeschossen. Und muss man ja auch, um den Weg zu öffnen. Ja, gut. Jetzt passt's. Jetzt sind wir komplett. Gut gesehen. Mhm. Ja, es ist schon schwer. Zumindest alles in der Summe immer zu finden. Ja, immer zu finden. Vor allem ist es jetzt das erste Mal, dass es mehr als 5 Blumen in einem Level gibt. Also ever. Mhm. Aus allen Yoshi-Games. Aber ich habe eh das Gefühl, man wird mit Blumen hier bombardiert. Das können wir. Bevor wir uns um die Missionen kümmern, weil es gibt ja doch noch einige. Machen wir ein neues Level. Los, los, Yoshi. Match. Was auch immer das heißt. Hier gibt es insgesamt 9 Blumen, aber ich glaube, da zählen sie jetzt die Poochies schon dazu. Mhm. Weil die müssen wir ja offensichtlich jetzt in jedem Level sammeln. Ja. Ja, wir sollten auch schauen, dass wir uns immer regelmäßig Kostüme holen. Stimmt, aber heute habe ich sie mal rausgelassen. Was sagt denn der? Los, los, Yoshi, Match. Hau mit Los, los, Yoshi so richtig rein. Ist der Name. Der Name ist furchtbar, Nintendo Deutschland. Verändert das. Den Stick, um nach oben oder unten zu schlagen. Halte B gedrückt und lass dann los, um einen kräftigen Schlag durchzuführen. Aha, und wir brauchen 9000 Punkte für 3 Blumen. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Jeder steuert einen Arm. Alles klar, ja, dann hau mal alles kaputt hier. Ja, das ist meine Spezialität. Oh nein. Kommt es auch auf die Zeit an? Ja, super, wir haben schon. Ach, was? Man kann auch springen! Ja, springen. Gar nicht gecheckt. Oh, da ist eine Blume. Easy. Yeah! Okay, irgendwie ist das cool, aber ich bleib dabei, der Name ist aber furchtbar. Das stand gerade irgendwie verfehlt. Ja, weil wir ein Ziel irgendwie überlaufen haben oder so. Egal, ich glaube das Gefühl, dass wir nicht so schlecht sind. Bäm. Und wenn doch, machen wir es halt nochmal. Wie immer. Ja. Aber aufladen bringt mehr Punkte, deswegen immer schön aufladen. Und Kombo-Treffer bringt das vor allem. Was logischerweise für mehr Punkte sorgt. Ja, genau alles so. Alles kaputt haut. Nee, das war zu früh.
Im letzten Moment am besten. Du bleibst da, hallo. Ihr auch, ihr Säcke. Ja. Jetzt. Bam. Aber 9000? Gut, ich weiß nicht, wie lange das geht, aber wir haben halt jetzt erst 4. Shit. Nein. Ja, wenn du einen Fehler machst, kannst du auch nicht mehr richtig aufladen. Das ist das Problem. Ein Geschenk. Läuft es aber ein bisschen schneller. Jetzt läuft es schlecht. Das ist das Ende? Nee, geht noch weiter. Boah. Zum Glück. Einer macht unten, einer oben. Wir müssen uns absprechen. Ich mach immer unten, 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 unten. Da ist eine Blume drin, glaube ich, in dem Wagen. Ja. Ja, gerade noch so. Die letzten drei kriegt man dann halt für die Punkte. Was wir, denke ich, nicht schaffen werden im First Try. Hüpfen. Nee, da ist noch eine drin. Stimmt, ich kann nicht zählen. Und los! 7000. Hey, stehen bleiben! Bleib ruhig da, ihr Gaune. Oh nein, da ist das Ziel. Ja. Okay, müssen wir nochmal machen für die finalen Blumen. Aber ich glaube, wir sind Platz 2, oder? Also ich fand jetzt nicht, dass wir so schlecht waren. Ja, dieser eine Mittelteil hat es rausgerissen. Oh. Nee, wir sind letzter. Aber wir haben auch zu spät gecheckt, wie es funktioniert. Ja. Wir hatten ja schon übelst viele Punkte liegen gelassen, weil wir nur gemasht haben. Aber es kommt darauf an, dass man wirklich auflädt und im letzten Moment dann den Knopf los. Hä? Hä? Wieso haben wir Münzen so viele vergessen? Rote Münzen vergessen? Okay. Wie das? Ich dachte, wir haben alles kaputt gehauen. Ja. Lässt mich auch sehr verwirrend zurück. Aber okay, das Level ist ja nicht so lang. Es gibt auch die Rückseite auch noch. Ja, die wird es jetzt jedes Mal geben. Das ist im Vergleich zu den anderen Leveln jetzt nicht so lang. Die Frage ist nur, gibt es jetzt diese Rückseite auch bei den Level davor, die wir gemacht haben? Ja. Ja. Hat er ja gesagt. Also zumindest habe ich so verstanden, dass die Schnuffelchen immer auf der Rückseite zu finden sind. Und da es die Mission jetzt jedes Mal gibt. Wieso bremst du ab? Will ich doch gar nicht. Frag mich wirklich, wo die Münzen waren. Also eigentlich müssten wir ja dann ja zu langsam gewesen sein in irgendeinem Moment. Oh, 500. Ich weiß nicht warum, aber das hat gerade richtig viel rausgerissen. Ja, vielleicht wird's ja diesmal was. Du machst eher so geradeaus und oben und ich unten und geradeaus, okay? Okay. Ich denke, das ist sinnvoll, wenn man sich das so einteilt. Ja, das war gut. Wir matchen 3000. Also, hätten wir das halt von Anfang an gewusst, wie das in etwa funktioniert, dann hätten wir es vielleicht first tried. Jetzt haben wir auch gerade 500. Wieder 500. Warum haben wir die vorhin nie bekommen? Oder liegt es daran, weil wir die gleichzeitig getroffen haben? Vielleicht gibt es nochmal extra Punkte. Ja, das glaube ich auch. Kombo halt. Aber wie ist das dann im Einzelspieler? Dann ist es doch viel einfacher, wenn man alleine zockt. Du hast alles in der eigenen Hand. Ah, okay, diese Kiste haben wir gerade nicht geöffnet, sondern nur zerstört. Ich glaube, das könnte der Grund sein, warum uns ein paar rote Münzen fehlen. Aber bitte, lass das jetzt nicht diese Kiste gewesen sein. Na toll. Das war scheiße, ja. Das Auto ist uns auch weggefahren. Ja, das ist zu langsam. Oh, Kacke. Das sind wir ja voll schlecht. Lass es uns bitte nicht am Ende noch versauen. Sieh um. Das kann nicht sein. Keine Verbesserung, ne? Nee. Oder doch, die roten Münzen haben wir jetzt. Eine Ewigkeit später.
Ja, ist das jetzt Einzelmodus oder was? Ja, du machst Einzelmodus. Okay. Na, dann haben wir jetzt mal den direkten Vergleich. Ja. War jetzt aber eigentlich nicht meine Absicht. Habe ich gar nicht gemerkt, dass ich das ausgestellt habe jetzt gerade. Es ist wichtig, mitspielen. Ja, aber das, ich finde es jetzt nicht so gut bisher. Doch, eigentlich. Geht schon klar. Ja, doch, schau doch mal. Zwar jetzt einen kleinen Hänger, aber die Kombos sind viel, viel besser. Weil es kommt scheinbar wirklich drauf an, dass die Arme im gleichen Moment treffen. Ich habe jetzt schon 5000. Ja, okay. Alles klar. Dann ist das auch so ein Level, was alleine leichter ist. Auf 100% halt. Dann wissen wir Bescheid fürs nächste Mal. Boah, ja. Alter. Allein dadurch ist alles confirmed. Ja, aber sowas von. Aber das finde ich scheiße. Ich habe ja das zwar schon erwartet. Weil man es, wie gesagt, schon von Woolly World kennt, aber ey, dass sie das einfach nicht hinkriegen. Lol, siehst du, jetzt habe ich den 500er sogar vergessen und werde es wahrscheinlich trotzdem schaffen, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Oder? Ja, doch. Doch. Aber es ist knapp. Lol. Was ist das jetzt? Das keine Ahnung. Das wäre es gewesen, wenn du das jetzt ja verkackt ja hättest. Ja, allerdings. Es hat aber dennoch gereicht. Ja gut, dann werden wir bei solcher Art Level, wenn sie nochmal kommt, ja, und ich denke schon, weil das werden sie jetzt nicht ja für ein Level konstruiert haben, machen wir es halt alleine. Ist, denke ich, besser. Wir hätten das Punktesystem für Multiplayer verändern müssen, damit es fairer ist. Ja, ja, weil das ist... Weil hier triffst du halt immer synchron mit beiden Armen und wenn genau du mehr Spieler genau bist... Ich kann ja keine Gedanken lesen, so. Exakt. Das ist das Problem. Gut, kehren wir ganz an den Anfang zurück. Da gibt's nämlich noch eine Souvenir-Mission, habe ich gesehen. Der Typ hier möchte 5 Kühe haben. Lässt du mich mitspielen? Ach so, ja. Das kann ich auch im Level einstellen. Okay, gut. 5 Kühe. Die 5 Kühe, die sammeln wir ihm. Kann man gleich mal lecker Milch abzapfen für den Cappuccino. Und ich schicke einen Kasten nach Madeira. So. Ready? Ja. Ja, und welcher bin ich? Da bist du ja schon. Sogar der Rote, guck mal. Ja, da das ist Spiel weiß genau, was ich will. Ja. Was ich mag. La, 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 la. Da ist die andere. Ich hab keine Eier, mach du. Das ist mir bewusst. Geld ist wichtig für die Kostüme, also immer sammeln. Ja, das ist so der positive Nebeneffekt, wenn man diese nicht ganz so spannenden Missionen macht. Halt. Man sammelt effektiv Geld für diese Lotterie. Das ist schön. Da ist eine Kuh. Komm ja voll schnell. Also verglichen mit den Missionen, die wir schon gemacht haben, ist ja das jetzt sauer einfach. Warum haben sie dann nicht mit den Kühen angefangen, sondern mit, was war das erste? Ja gut, der Plattfisch war noch einfach, stimmt. Aber wir mussten ja sogar ja, diese Möwen suchen. Ja, die Möwen fand ich nicht ganz so leicht. Jetzt haben wir alle. Dagegen ist das hier lächerlich. Echt? Ja, aber wart ab, was er gleich noch will. Hm. In dieser Zone gibt es ja nur ein Level. Vielleicht ist er mit den Kühen bereits zufrieden. Schauen wir doch mal. Nee, ihr habt die Kuh gefunden. Nun, dann darf ich euch das hier wohl überreichen. Yay, Blumen! Blumen zaubern jedem ein Lächeln auf das Gesicht. Wenn jemand traurig ist, schenkt man einfach Blumen. Das wirkt Wunder. Ich habe noch eine Bitte. Ich benötige Folgendes. Eine Wäscheleine. Die Klamotten hängen hier einfach so herum. Wem gehören die überhaupt? Einfach mit einem Ei bewerfen. Okay, du hattest recht. Er will doch noch was.
Aber das klingt interessant. Ich weiß gar nicht genau, wo die ist. Oh, uns wurde aber zumindest angezeigt auf der Vorderseite. Das ist sozial. Okay, ja. Ich meine, sie schon mal gesehen zu haben, aber ich kann jetzt absolut nicht zuordnen, wo. Ich glaube, kurz vor dem Checkpoint, aber das ist jetzt übelst geraten. So. Ah, ist das? Nee. Nein, das ist... Dann war das aber das, was ich im Kopf hatte. Das ist eine Wimpelkette. Es wird dann schon vorbeigelaufen, weil das Level endet ja hier schließlich. Ja, das wäre schon traurig. Darf doch nicht wahr sein! Wie blind sind wir denn? Ja, halt echt. Ich habe hier aber keine Wäscheleine gesehen. Ich weiß doch, wie sowas aussieht. Ach, da! Alles klar. Da haben wir sie. Ich habe schon sehr an deinen Haushaltsfähigkeiten gezweifelt. Hallo? Wer schmeißt den Laden hier komplett? Ich. Ja, so muss es auch sein. Ja. Oh. Shitstorm incoming. Ich stelle mich der Polizei. Ja, die Wäscheleine, toll. So, das ist aber gut, oder? Nee. Ich will noch einen Papierflieger. Keine Ahnung, wo der ist. Der ist auf der Rückseite. Such ihn bitte. Also, das weiß ich jetzt auch nicht. Rückseite. Ja, da haben wir die Schnuffelchen ja auch noch gar nicht gesucht. Stimmt. Oh, da stand die Zeit. Wir müssen sie in 2 Minuten 30 finden. Ist wahrscheinlich bei jedem Level anders. Das könnten wir theoretisch sogar miteinander verbinden, wenn wir richtig gut sind. Ja. Weil der fragt ja, Level abbrechen oder nicht. Ich weiß, wo die Poochies sind. Ja, aber wir müssen doch mit denen doch ans Ziel. Ja, ja. Ich weiß, wo die Poochies sind, weil diese Mission gab es in der Demo. Okay. Das ist schon ganz, ganz gut machbar. Aber ich weiß nicht, wo der Papierflieger ist. Das ist das Ding. Da ist da eine gewesen. Ja. Lass uns erstmal auf die Hunde konzentrieren. Ja, aber da war ja einer gewesen. Ja. Den können wir ja jetzt auch sammeln. So, jetzt erst. Wir müssen ja erstmal anlegen hier an dem Bahnhof. Okay, was der war super einfach. Links? Nein, weiter. Hier lang. Ja, aber vielleicht ist da der Papierflieger. Das ist mir egal. Ich hab jetzt gesagt, wir konzentrieren uns erstmal auf die Hunde. Bam, 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 bam. Außerdem denke ich, dass Tick, hier ist der eine. Jo. Ah, er spielt bei den Blumen. Ich hab ihn. Weiter geht's. Okay. Schnell, wir müssen es innerhalb der Zeit schaffen. Das ist das Allerwichtigste. Die Zeit. Komm her. Ja, ja. Der Papierflieger ist zweitrangig. Da ist ja doch der Papierflieger. Ach lol, stimmt. Das war riesengroß. Spiel fortsetzen. Genau. Ja, jetzt schnell noch den anderen und dann haben wir es. Ist voll fett präsentiert. Ja, und du läufst voll eiskalt vorbei. Ja, aber ich sagte ja auch, der ist zweitrangig. Ich habe jetzt nur auf die Zeit geguckt. Da ist der letzte Hund. Der ist da unten. Warte, ich hol ihn. Ja, genau. Chillig. So, ab ins Ziel. Ich komm da nicht hoch. Doch, jetzt. Gott. Wir haben doch noch eine Minute. Nee, das ist schon... Oder? Nein, gut. Ah, so kann man sogar noch eine Sekunde abkürzen, sparen. Ja, good to know. Alles perfekt. Abgesahnt. Zack, zack, zack. Die Blume. Aber die 100% und dann sind ja übelst eine. Aufwendig in dem Spiel. Ja. Da ist auf jeden haben Fall wir wirklich viel zu tun. Oh, krass. Jetzt kann ich meine Lehrer bewerfen. Als ob? Was will denn der Typ noch alles? Ja, aber ich hab Kühe gewollt für meine Burger. Jetzt brauche ich noch Milch. Ich dachte, das war für die Milch. Ja. Nee. Ich wollte das nur nicht sagen, weil sonst hätte ich die Milch genau. nicht gewollt. Oh Mann, die armen Papierkühe. Belastung. Aber siehst du, wie der kleine Hund da schläft, glaube ich. War das jetzt auf der Rückseite? Hat er gesagt. Okay, das... Ich war mit Lachen beschäftigt. Vorderseite kühl, Rückseite Milch. Ja. Platzsparend. So kann man... Das ist dann hoffentlich auch biologisch erzeugt. Naja, ja, Milch. Schande. Ja, es wäre eine Schande, wenn biologisch erzeugt. Ja.
Auch die Kühe und so, meine ich. Weil die haben hier so viel Weidefläche. Ich überlege, wo die sein könnten. Aber wer weiß, was da im Hintergrund ist. Vielleicht haben die da ja so Scheunen, wo 500 Kühe dran sind. Ja. Und hier präsentieren sie alles so bilderbuchmäßig. Ah, hier ist die erste. Wir haben kein Ding, ne? Keine Eier, oh nein. Dann schmeiß dich einfach. Das, geht das? Ja. Kann man... Hallo? Nein. Nein. Nur spucken. Was ist das Belasto? Ja, okay. Ja, ist trotzdem Belastung. Ja. Darf man hier voll ewig rumlaufen? Aber da wollte doch fünf. Er wollte fünf. Das Ding ist, wir können jetzt auch nicht sicher sein, dass das die erste ist. Wir müssen... Ja, da ist sie ist auch nicht. Schau mal. Isst sie auch nicht. Oh komm. Das nervt mich total, wenn man so nebeneinander steht, dass man dann seinen Partner abwirft. Warum hat man das so gemacht? Da ist die nächste. Sind die alle hier oder was? Lol, voll gegen Pfosten. Ja. Genauso umschielen wie Lewandowski. Champions League. Oder wie du. Kann die nicht auch da auf der eine. Vorderseite sein? Nein, nur hier. Jetzt fehlt nur noch eine. Ja gut, die wird dann auf dem Rückweg sein. Wir waren echt fast alle hier. Ja. Die letzte ist schon... sehr weit abseits. Oder haben wir die übersehen? Weil ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen. Wenn der das jetzt nicht gleich... Nee, da hinten. Da hinten ist sie. Jetzt soll er eigentlich zufrieden sein, der Sack. Pass auf, jetzt kommt wieder das nächste. Als nächstes soll ich ihm den Burger selber herstellen. Den Salat. Oder ja, ich muss den Salat holen, Tomaten. Oh, cool. Das finde ich super. Voll die Laufburschen. Ja, jetzt bin ich voll zufrieden. Nee, ihm sind die Gefallen ausgegangen. Er würde das nie sagen, dass er zufrieden ist. Oh, wow, schau. Oh. Glitzerblumen. Hurra, alle Grinseblumen, Sonnenschein, Station gefunden. Jetzt erst, ja. Also, der erste Bereich ist offiziell zu 100% gelöst. Das erste Level, sozusagen. Jo. Dann zu diesem Knecht. Was wollte der? Der wollte drei Krebse. Ja. Die sind auf der Vorderseite. Okay. Die finden wir doch sicherlich auch noch. Aktuell fällt mir aber nur einer ein. Nee, zwei habe ich irgendwie im Kopf. Die sind ja so riesig, die kannst du eigentlich nicht übersehen. Sicher? Ja, hallo. Ich will auch. Krebse sind am Boden. Ja, aber wie gesagt, das ist so ein Riesending. Ja, vielleicht war unten einer. Nein. Und jetzt werden wir das nie erfahren. Ich denke nicht. Wenn da ist einer. Knall ihn ab. Nummer eins. Das ist keiner. Da ach, ist hier. Einer. Guck, dann ist doch schon. Ist doch schon so gut wie abgehakt, ja. Die Geschichte. Da ist er. Ja. Da haben wir sie. Sehr gut. Aber ist der jetzt damit schon zufrieden? Ah, oh, wundervoll. Wir haben ja schon einen Plattfisch für ihn gesucht. Ja. Ja, aber ich glaube, die wollen immer drei Sachen. Ich glaube auch, dass er mehr möchte. Ja, so ist es. Er sucht noch ein Piratenschiff. Auf der das Rückseite. Das ist auf der Rückseite des Hafens. Dann los. Hä, sieht man das da nicht sogar schon auf dem Vorschaubild? Okay. Das ist es doch, oder nicht? Lol. Ja, oder nee, dann müsste... Das ist es doch. Als ob. Das ist es jetzt echt? Hä? Oder auch nicht.
Ja, aber das ist doch das Piratenschiff. Und man konnte das doch auch anwerfen. Ja. Aber hier sind aber ja viele. Hier sind wirklich mehrere. Ja, dann ist will ja ein bestimmtes? Soll man nicht so anspruchsvoll sein. Fast baden gegangen. Oder ist es das da, was sich da versteckt? Nö. Mach den mal weg. Der ärgert mich. Jetzt darf ich hier jedes einzelne Schiff abschmeißen, in der Hoffnung, das ist das Richtige. Das zählt nicht mal. Ja. Ah, da ist ein Baby. Das schaffen wir sowieso nicht, lass es. Aber wir müssen das ja auch immer noch während des Zeitlimits schaffen. Merkt ihr am besten die Position, das ist ja besser. Das ist es auch nicht. Das sind doch alles Piratenschiffe. Nein, ich trinke. Irgendwie verstehe ich die Logik nicht. Okay, jetzt wird's aber knifflig, du. Das hier gibt's auch zwei. Das eine hat ein rotes Segel. Könnte es das sein? Ja, das dahinter. Ja, tatsächlich, weil tatsächlich es sich unterscheidet. Okay. Ja. Gut. Ja, yeah, ein Piratenschiff, super. Eine Blume. Jetzt muss er aber doch langsam zufrieden sein. Nee, ich will noch einen Tintenfisch. Es gilt, jeden Winkel zu erkunden, um den Gesellen auf der Rückseite zu entdecken. Einfach mit einem Ei bewerfen. Gut, den und weitere Dinge sammeln wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.